Möchte ein Blackpill-Video machen über Frauen und Männer und wie eigentlich das toxisch für Männer ist. Heutzutage wird ja sehr viel von dir erwartet. Und Frauen erwarten immer mehr von Männern und die Männer versuchen dem gerecht zu werden. Daher kommt ja auch zum Beispiel dieser Fitnesskult mit immer mehr Muskeln. Wenn Männer Pussy abbekommen würden und geile Pussy sozusagen ohne durchtrainiert sein zu müssen, wäre niemand durchtrainiert. Das ist alles nur so ein Kampf von einem Mann zum anderen, besser auszusehen, muskulöser auszusehen, weniger Fett zu haben und den ganzen Scheiß. Und das führt dann zu schlechten Ernährungsweisen und so weiter. Und die Freude wird aus der Sache rausgenommen. Du merkst, dass nicht mal das hilft, außer du bist sowieso schon groß und attraktiv. Und ich bin dabei mittlerweile, so, das ist so eine Blackpill, sich komplett von Frauen abzukoppeln. Im Sinne, dass du für dich im Wein, Sein weilen, im Sein weil, im Weil sein, im Jetzt einfach weilst und einfach deiner Freude folgst, so wie Bashar es auch sagt, aber auch im Essen, intuitives Essen, Freudenessen, Frauen total ignorieren. Mit total ignorieren meine ich halt, nur das eingehen, was dir Freude bringt. Und wenn dir die Frau nicht von Anfang an auch Freude bringt, lass es gleich von Anfang an. Wie diese Brasilianerin gestern, die mich toxisch metaframed hat, indem sie nicht mehr geantwortet hat, dann bringt es ja keine Freude mehr, da weiterzumachen. Ja, ich könnte sie natürlich rum rüberbekommen, indem ich ihr mehr Geld anbiete oder sowas. Aber das bringt ja nicht mehr Freude. So. Und im Gegenteil, wahrscheinlich würde das nur in einer Katastrophe enden. Und ich habe sie nebenbei dann auch gelöscht. Also ich habe es nicht blockiert. Sie kann ja jederzeit auf mich zurückkommen, aber im Endeffekt habe ich es gelöscht. Ich werde nicht tiefer drauf eingehen. Das ist die richtige Entscheidung. Und auch das Essen jetzt. Also ich habe euch, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Also ich habe gestern noch mein Resthühnchen gegessen, aber ich habe vorwiegend gestern einfach viel Salat, viel Obst und diese anderen Sachen gegessen. Und heute Morgen muss ich schon um 5:30 oder sowas, muss ich schon groß auf die Toilette, was ich vorher nie musste mit bei Fleisch. Und das ist natürlich gesund. Das ist gut, wenn das schnell durchs System geht. Umso schneller eigentlich, umso besser, könnte man fast sagen. So, und jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ich wirklich komplett alles und jeden in Frage stelle und alles switche und nach Freude die Dinge tue und komplett abkoppeln von Frauen. Also wirklich, Bashar hat recht, folge deiner höchsten Freude, folge deiner höchsten Schwingung, folge dem im Sein weilen und geh weg von diesen ganzen entweder dogmatischen oder frauenkonzentrierten Verhaltensweisen, frauenausgerichteten Verhaltensweisen. Und wenn du guckst, fast jeder Mann, der entweder sind sie so lethargisch und haben aufgegeben und werden immer fetter und ernähren sich falsch. Oder sie versuchen halt extrem zu sein, indem sie halt Frauen folgen. Aber wie wäre es denn, wenn du einfach dem Sein, deiner Intuition, ich nenne das ja intuitives Leben, also immer mehr der Freude und dem intuitiven Leben sich hingeben. Wenn ich heute Eier essen will, esse ich ein Ei. Wenn ich ein Fleisch essen will, esse ich ein Fleisch. Aber erstmal das Ding vor dir hinstellen oder überlegen und schauen. Ich für mich, wenn ich jetzt ein Schaf neben mir hätte und daneben eine Paprika, klar esse ich die Paprika, auf das Schaf habe ich keinen Bock, ja. Es ist ganz, ganz klar. Und du musst halt schauen, wo deine Schwingung liegt, ja. Vielleicht würde jemand gerne das Schaf schlachten, ey, bitte sehr, ja. Aber das ist eben genau der Punkt. Man muss alles und jeden in Frage stellen, auch die eigenen Verhaltensweisen, auch sich selber, wie meine Ex-Freundin immer gesagt hat. Und dann wird man sehen, dass man eigentlich wie misguided, man wurde quasi falsch geleitet, man wurde verleitet, könnte man sagen, man wurde verleitet zu irgendwas. Und zu etwas Falschem. Ich habe schon zwei, dreimal am Tag Fleisch gegessen, ja. Weil ich halt mich verblödet habe lassen. Erstens, weil ich Muskeln wollte. Zweitens, weil ich mich verblöden habe lassen, dass das gut wäre.
weil es halt alles in sich trägt, was du brauchst und so weiter. Mittlerweile erkenne ich, dass das alles Bullshit ist. Alles Bullshit. Nichts lesen, einfach nur intuitiv reinfühlen. Was macht für dich Sinn? Ja, eine Art andere Intelligenz. So. Und du kannst, Frauen sind mittlerweile toxisch für Männer. Es ist so. Früher waren sie es nicht, aber heutzutage sind Frauen toxisch. Sie bieten dir nichts, sie wollen nur, sie haben, und diese Black Pill ist schwierig zu schlucken, weil es ja eine der Hauptmotivatoren ist, warum Männer überhaupt irgendwas machen. Ja, das muss wirklich komplett neu angeschaut werden.